Der ist sogar online. Der stumpelt gerade ein bisschen. Naja. Okay. Wir sollten zu Cooking Way wieder. Und läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen? Ja, hier. Guck mal. Ah, eine hervorragende Wahl. Eine meiner besten Kreationen, auf die ich mächtig stolz bin. Na los, schlag zu. Ich möchte gerne deine Meinung hören. Los auf den... okay. Und? Hat es dir geschmeckt? Die Möhren sind wundervoll, oder? Die Knobelkarotte regt die grauen Zellen an. Am Anfang sind die Geistesblitze etwas ungewohnt. Aber die gestärkte intellektuelle Fähigkeiten nach dem Verzehr sind nicht von der Foto zu weisen. Aber wir haben noch viel mehr Sorten entwickelt. Manche regen den Kreislauf an wie unsere Blutmöhren. Oder unsere Schlummerrüben, die eine gute Mütze Schlaf garantieren. Selbst als Tierfutter geeignete Rübensorten haben wir entwickelt. Es gibt quasi eine Rübe für jeden Anlass. Ja. Das klingt wirklich überzeugend. Wenn irgendwas nicht stimmt, müssen wir es wissen. Ich vermute, du hattest auch nur eine große Auswahl an Wurzelgemüse, sonst nichts weiter. Sag, was genau haben sich eure Unterstützer auf Eteris über unsere Nahrung erzählt? Sicherlich wussten sie über mehr zu berichten als nur Karotten und Möhren. Ja, natürlich, aber es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir mit ihnen Kontakt aufgenommen haben. Es ist schon lange genug her, überhaupt praktische Informationen aus ihnen herauszubekommen. Schon schwer genug. So. Stellt euch vor, das Erste, was sie lieferten, war ein Berg von Büchern und Dokumenten. Wir müssen uns auf das Mögliche beschränken, das wir in der kurzen Zeit erreichen konnten. Statt eine ganze Reihe unterschiedlicher Gemüsesorten mit zweifelhaftem Erfolg anzubauen, hielten wir es sehr viel effizienter, uns auf die Nahrungsmittel zu konzentrieren und das zu perfektionieren. Das klingt ja schon gut, aber ich garantiere euch, es gibt auf Eteris niemanden, der von Karotten allein bis ans Ende seiner Tage leben kann. Habt ihr denn wenigstens darüber nachgedacht, die Rüben auf unterschiedliche Weise zuzubereiten, sie richtig zu kochen? Ihr meint dämpfen, abkochen, rösten und so weiter? Schätze, die Mühe könnte man sich schon machen, aber... Unser Ziel ist Effizienz. Und warum umständlich die köstlichen Möhren aufbereiten, wenn man einfach reinbeißt und sie dann genießen kann? Und das sagt jemand namens Cooking Way. Nun, um genau zu sein, ist Cooking Way nicht mein richtiger Name. Als wir erschaffen wurden, haben wir alle Namen der alten Sprache erhalten. Ihr wisst schon, die Sprache des Mondwächters. Nachdem wir unseren Helfern auf Eteris Kontakt aufgenommen hatten, schickten sie uns eine ganze Menge Bücher über die Sprache eurer Welt. Also haben wir uns dran gemacht und so viel davon gelernt wie möglich, damit wir uns besser verstehen können. Dazu gehören natürlich auch die uns gegebenen Namen. Also verwenden wir ein Wörterbuch und wählten die Begriffe aus, die uns in etwa passend erschienen. Aber scheinbar ist das Übersetzen doch keine so exakte Wissenschaft. Ich verstehe, beziehungsweise ich verstehe es etwas besser. Inwiefern dachtet ihr denn, dass dies von Nutzen sein könnte, wenn die Frage gestattet sei? Nun, die Bewohner von Eteris müssen doch sofort wissen, wie sie ansprechen können, wenn sie Probleme haben. Unsere ursprünglichen Namen wären da viel zu kompliziert gewesen. Ihr hättet sie euch niemals merken können. Interessant. Nun, auch wenn diese Kostprobe nicht ganz so verlief, wie ihr sie euch vorgestellt habt, so hoffe ich doch, dass unsere Einschätzungen euch weiterhelfen. Falls ihr jedoch auf lange Sicht die Flora und Fauna von Eteris hier ansiedeln möchtet, solltet ihr vielleicht eure Strategie anpassen. Bis dahin werden die neuen Bewohner euer
eurer Mondarche sich wohl oder übel von möhrenbasierter Ernährung einstellen müssen. Das wird wohl so kommen. Und ich krieg eine Hose. Ich glaube, wir haben nun genug Möhren geknabbert. Es gibt noch viel zu tun. Als nächstes möchte ich euch bitten, alltägliche Gegenstände zu testen. Wir beginnen bei unserer Kleidungsproduktion. Sie wird euch bestimmt beeindrucken. Da bin ich mir sicher. Hier entlang, bitte. Also, wenn die auf die gleiche Größe angepasst ist, wie das, was wir bisher gesehen haben, dann Prost Mahlzeit. Komme ich da eigentlich hoch? Ja. Ah, da hinten ist er. Natürlich ist sie hier hinten. Wäre ja zu einfach. Ja, wir schauen einfach mal, was sich hier so machen lässt. Ey, lass mich hier hoch. Versuchen neben der Story so viel wie möglich zu finden, aber ja. Naja. Okay, das ist zu weit. Ich würde gerade sagen, das erste Gebiet, wo ich zwei habe, aber stimmt nicht. Galamat habe ich auch zwei. So, aber da wäre ja hier die großen Umweg gemacht haben. Das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Aber dennoch. Das wird hier irgendwo sein. Die Kleider selbst werden in einer traditionellen Verfahren hergestellt, durch Schöpfungsmagie. Alle liegen gewährt, aus dem ich die Fähigkeit Schöpfungsmagie entzwinnen, wie es für die Bewohner ihrer Zeit normal war. Wir haben natürlich noch so viele andere Talente, die euch sicher auch brennend interessieren. Und mit den spannenden Details werde ich euch ein andermal beglücken. Wir sind aber auf ein klitzekleines Problem gestoßen. Unsere Magie allein war nicht ausreichend, um diese Aufgabe gerecht zu werden. Daher bedienen wir uns kristallisiertem Äther, um die Grundmaterialien und Werkzeuge für die Kleiderproduktion herzustellen. Eine äußerst kreative Lösung. Nicht wahr?
Wir haben auch unsere Hausaufgaben gemacht und bei unseren Recherchen festgestellt, dass die Bewohner von Eteris ihre Kleider wegsehen, verschiedene Aufgaben zu erledigen. Ein merkwürdiges Ritual, bei dem es vermutlich um Effizienz geht. Jedenfalls haben wir das in unsere Überlegungen mit einbezogen. Aber genug geredet. Was haltet ihr davon, wenn ihr einfach mal mit meinem Kollegen hier in der Gegend sprecht und ihre Kreation selbst anprobiert? Wenn ihr eure modischen Vorlieben freien Lauf gelassen habt, bin ich auf eure Eindruck gespannt. Oh oh. Ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Wo muss ich denn hin? Da hoch, glaube ich. Ah, einer unserer Besucher von Eteris. Meine Güte, Mapping Way hat nicht gelogen, als sie meinte, ihr seid viel kleiner als der Mondwächter. Ja, ja, aber auch viel größer als sie. Ah. Krampf im Bein. Ah ja, richtig. Du bist hier, um unsere Kleidung auszuprobieren, nicht wahr? Wonach steht dir denn der Sinn heute? Ich erfülle dir nahezu jeden Wunsch. Elegant und stilvoll, bitte. Stilvoll und elegant. Also gut, einen Moment. Oh, oh. Elegant, hä? Stilvoll. Das war's. Das neue Ensemble ist komplett. Und sitzt wie angegossen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ich will ehrlich sein, ich habe keinen blassen Schimmer, was auf Eteris als elegant und stilvoll gilt. Aber ich bin mir sicher, dass niemand auf dem Planeten so gekleidet ist. Nee, wirklich nicht. Es ist also zumindest einzigartig. Und ich habe als kleinen Bonus das Gewebe schmutzabweisend gemacht, damit es immer schön anzusehen bleibt. Und jetzt schau mal einer an. Wenn das nicht ein voller Erfolg ist, ach, bin ich gut. Aber warum schaust du nicht so, dich nicht noch ein wenig um? Meine Kollegen sind ebenfalls begnadete Kleidermeister. Sie werden bestimmt außer sich vor Freude sein, wenn du ihre Arbeit begutachtest. Oh yeah. Okay. Na dann. Oh, eine Besucherin. Was kann ich für dich tun? Ach, du willst meine Kleidung abprobieren? Wirklich? Aber natürlich, es wäre mir eine große Ehre. Sag mal, was genau schwebt dir denn vor? Möchtest du mal was anderes ausprobieren? Hm, mal sehen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du brauchst. Oh, oh. Ja, genau. Das wird bestimmt gefallen. Mhm. Schick. Mhm. WB Luna. Na, du bist mir aber eine. Willst du jetzt mal was anderes ausprobieren?
Genauer ging's wohl nicht, was? Wie findest du deine neue Rüstung? Kein Kommentar. Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber ich nehme meine Arbeit sehr ernst. Und tue alles, damit meine Kunden zufrieden sind. Deshalb habe ich diese Kollektion zusammengestellt, die Konzeptentwürfe zahlreicher unterschiedlicher Professionen miteinander vereint. Ein Aufzug für jeden Anlass, der keine Wünsche offen lässt. Um ehrlich zu sein, war ich etwas in Sorge, dass mein Konzept zu ausgefallen sei. Aber jetzt, da ich es vor Augen habe, bin ich mir bis über beide Löffel stolz. Schau doch mal bei Living Way vorbei. Sie wird sich sicher freuen, dass unsere unermüdliche Arbeit reiche Früchte getragen hat. Nein, wird sie nicht. Ich meine, ja gut, das ist Geschmackssache, aber das sieht kacke aus. Sowas wie Modo-Geschmack kennen die nicht, ne? Nein, nicht der Gruppenfotomodus. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du heiliges Senfkorn. Das sind Kaninchen, was erwartest du? Was anderes. Wenn du es genau wissen willst. Aber nicht sowas. Die Viera sind auch Kaninchen und? Selbst die kriegen bessere Sachen hin. Ist das Gleiche. Sie haben Bommel, sie haben lange Ohren, fressen Karotten. Ich weiß, der Unterschied liegt einzig und allein in der Größe und wo sie leben, aber nein, für mich ist es ein und dasselbe. Kaninchen und Hasen, beides das Gleiche. Fressen das Gleiche, sie sehen gleich aus. Sie unterscheiden sich nur in der Größe. Das wäre ja, als wenn man den Löwen und den Berglöwen vergleicht. Sind dann aber beide Löwen. Sie sehen nur anders aus. Was für ein Zwirn. Sieht wie frisch geschält aus. Nein! Ihr seht aus, als wäre ich in so einen Farbtopf reingefallen. Warum kann ich mich hier nicht angucken? Da ist auch besser so. Garantiert ist diese Kreation so mancher Tropfen Schweiß und so manche Träne geflossen. Das spürst du doch auch, oder? Die Tränen spüre ich. Den Schweiß rieche ich. Nein, sag nichts. Ich sehe es in deinen Augen. Und es sind auch beides Insekten. Also sehen anders aus. Ja, eine Fliege kannst du nicht mit einer Hornisse vergleichen. Aber du kannst eine Biene mit einer Hornisse vergleichen. Oder eine Biene mit einer Wespe. Oder eine Biene mit einem Hummel. Sehen für mich auch alle gleich aus, außer die Größe. Ja gut, Hummeln sind flauschig. Gut, die Hummeldumme, die kann rausfallen. Die ist flauschig. Aber Wespe und Hornisse? Gut, sie sind Feinde, aber. Sie sind beide scheiße. Sind beide erst mit Flügeln. Die sind beide auf der Abschlussliste. Genauso wie ein kleiner Weberknecht hier drin und eine riesige fette Tarantel. Das ist für mich auch beides das gleiche. Ist beides eine Spinne. Beides eklig. Oder die normale Fliege und die Scheißhausfliege. Die hat auch nochmal so einen extra Namen. Ist auch beides das gleiche. Sieht auch nur anders aus. Es gibt ja auch hellhäutige Menschen und dunkelhäutige Menschen. Da unterscheidet man ja auch nicht. Rein theoretisch. So würde man nicht. Aber trotzdem keinen anderen Namen. Trotzdem Menschen. Nur weil es eine andere Art von Mensch ist.
Ich weiß, es ist was anderes, aber trotzdem, für mich sind Hasen und Kaninchen immer noch dasselbe. Punkt. Oder Raben und Krähen. Was ist bitte der Unterschied zwischen einer Rabe und einer Krähe? Glaube ich auch nur die Größe. Und vielleicht die Schnabelform. Sie sehen dennoch identisch aus. Wenn du sie jetzt so auf der Straße siehst. Ich weiß bis heute nicht, ob es mehr Raben oder mehr Krähen gibt. Rabe ist schlauer. Das sagt man. Ich habe aber weder eine Krähe noch eine Rabe auf der Straße liegen sehen. Ich glaube, beide sind schlau. Als normaler Mensch kannst du keinen Intelligenztest durchführen. Es sei denn, du bist ein Forscher. Aber für uns ist es trotzdem das eine und dasselbe. Und das sehe ich tatsächlich nicht nur ich so. Ich kenne sehr viele, die Raben und Krähen unter einen Kamm scheren. Weil mir keiner sagen kann, was jetzt größer ist oder nicht, ohne zu googeln. Sehen identisch aus. Raben ist größer oder zu googeln. Ja, aber wie würdest du das auf der Straße sehen? Dann müsstest du ja in dem Moment eine Krähe noch daneben setzen. Du kannst es ja gar nicht sehen. Wie gesagt, es sei denn, du hast eine Krähe zum Vergleich, die sich daneben setzt. Ich kann sie nicht auseinanderhalten. Wie sind wir jetzt von Kaninchen mit schlechtem Modegeschmack zu Raben und Krähen gekommen? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Vielleicht gibt es ja im nächsten Final Fantasy Krähenmenschen. Einfach so Menschen mit so einem Schnabel dran. Ey, wäre eine Möglichkeit. Sollte sich Square mal Gedanken drüber machen. Über die Krähenmenschen. Wäre cool. Nein, sag nichts. Achso, doch, das hatte ich ja schon gelesen. Oh. Wenn man früher noch... Doktor. War der zu dunkel? Na nein, alles gut. Wie sieht denn das Krit aus? Dann wären wir wieder. Hat eine Weile gedauert. Die Loporita haben darauf bestanden, dass wir all ihre Entwürfe anprobieren. Na, ihr geht ja noch. Nicht lachen. Nicht lachen. Und sie haben wirklich einen feinen Geschmack. Meint ihr nicht auch? Ich muss gerade versuchen, nicht loszulassen. Lachen. Diese Hose. Wie gesagt, die Stola geht noch. Mit ihr kann man noch arbeiten. Aber das gleich. Oh Gott, ist das furchtbar. Sicher, aber ich glaube, wir sollten langsam wieder in unsere alten Gewände schlüpfen. Ich kann diesen kleinen Viecher nicht böse sein. Was? Aber ich dachte, mir so unsere Kleider würden euch gefallen. Was machen wir nur falsch? Der Mondwächter hat uns erzählt, dass in seiner Zeit alle die gleichen Roben trugen. Von dieser Etikette abzuweichen, galt als egoistisch.
Nach langen Überlegungen entschlossen wir uns, die Kleidung an die Lebensumstände der heutigen Bewohner anzupassen. An deren Beruf und Aufgaben. Wir waren uns sicher, dass dies der effektivste Weg sei, euch glücklich zu stimmen. Wie falsch wir doch lagen. Bitte, du sollst nicht zu hart mit dir selbst ins Gericht gehen. Wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass wir von Etheris flüchten müssen, wird man auf eure Kleider angewiesen sein. Ihr mögt euch viele Gedanken gemacht haben, was wohl das Passendste für alle wäre, aber die heutigen Bewohner von Etheris sind sehr individuell. Nimm mich, meine Kleidung habe ich ausgewählt, nicht weil sie am praktischsten oder am besten verarbeitet ist, sondern weil sie meinem persönlichen Geschmack trifft und ausdrückt, was mein Wesen ist. Manche wählen ihre Kluft gemäß kultureller oder religiöser Bedürfnisse. Andere wiederum entwickeln ihre Kleidung ständig weiter. Wechseln sie je nach Bedürfnis und Laune. Die Gründe sind so zahlreich und unterschiedlich wie die Leute, die die Kleider tragen. Das ist vielleicht was euch bei euren Überlegungen entgangen ist. Ich fürchte, wir haben uns mächtig verkalkuliert. Die Sache ist viel komplizierter, als wir dachten. Eine Notiz mehr in unserem Handbuch, die ich gern vorher gehabt hätte. Und dabei schien alles so einfach. Unsere Aufgabe war es, Leben zu retten. So viel wie möglich. Als ein einfaches Leben können wir nicht bieten. Sicher, aber es ist doch immer noch besser als der sichere Tod. Eine noble Mission. Allerdings gibt es auf Etheris viele dickköpfige Narren, die an mehr als dem einfachen Leben festhalten. Denen gewisse Dinge so wichtig sind, dass sie gar ihr Leben dafür opfern würden. Ich bin einer von ihnen und mich beschäftigt vor allem eine Frage. Der Plan, den ihr mit Heidelin zur Evakuierung ausgeheckt habt, umfasst er auch die Splitterwelt? Die Splitterwelten? Davon habe ich nie etwas gehört. Heidelin hat uns aus ihrer Liebe zu Etheris erschaffen und die Rettung ihrer Bewohner war immer unsere oberste Priorität. Luna, nein. Wenn es uns also schon nicht möglich ist, alle Welten zu retten, dann wollen wir doch wenigstens alles daran setzen, die Bevölkerung eures Planeten einer Zuflucht zu bieten. Vielleicht. Livingway, dürfen wir uns in Bestways Rast ein wenig umsehen? Du und deine Kameraden haben uns zu viel zu denken gegeben. Ja, aber sicher doch. Gut, wir drehen eine Runde und treffen uns dann später wieder. Verehrter Livingway, würdest du dir etwas ausmachen, wenn ich dich noch ein wenig begleite? Wirklich? Aber natürlich, das trifft sich tatsächlich ganz gut, denn ich hätte noch ein paar andere Fragen. Wenn du mir folgen würdest, ich rufe bei Gelegenheit einige der anderen Crewmitglieder zusammen, wenn du schon mal hier bist. Entschuldigung, ich würde euch nicht bespitzeln. Ich also spreche von den Besuchern, die von Etheris hier eingetroffen sind. Ich wollte einfach auch Einblick erhaschen. Erst war ich ganz aufgeregt und da hatte ich meine Sorge. Was ist, wenn den Bewohnern des Planeten unsere Häuser nicht gefallen? Was ist, wenn sie nicht hierher kommen würden? Was, wenn wir sie nicht retten können? Und es ist klar, dass irgendwas nicht stimmt. Wir haben irgendwas falsch gemacht, aber keiner versteht was. Na genau, ihr habt die Behausung ja noch gar nicht gesehen. Würdest du sie dir vielleicht anschauen? Wenn du sie siehst, wirst du bestimmt verstehen, dass der Mond gar nicht so übel ist. Ich warte auf dich am Transporter in der Eingangshalle. Oh, ich heiße übrigens Growing Way. Bis gleich. Kriegt man echt fast ein schlechtes Gewissen. Ganz ehrlich, ein Mount mit der Musik aus diesem Gebiet hier, das wäre so schön.
Ja, aber ich mag ja auch die Musik der Reittiere. Das habe ich ja schon mal erklärt. Ich könnte es ausmachen, aber ich mag auch die Musik der Viecher, die ich hier habe. Ich will die ja nicht ausmachen. Ich will ein Reittier mit der Musik dieser Gegend. Ganz will ja nicht mal alles an- und ausklipsen müssen. Das ist umständlich. Wie viel Zeit und Geduld habe ich gar nicht. Einfach eine Makro machen. Ja, dazu müsste ich erstmal das Makro schreiben. Müsste ich erstmal wissen, wie das funktioniert nochmal. Ich weiß, du hast es mir gestern erklärt, aber das ist mit dieser Quelle. Komme ich dahin? Gar nicht, okay. Richtung Norden. Dann wahrscheinlich aber unter oder über mir. Oder? Hundert pro über mir. Ja, ist direkt einmal über mir. Okay. Da ist er. Oh, du bist wirklich gekommen. Danke, vielen Dank. Wie heißt du überhaupt? Ah, boah, sogar eure Namen sind super. Also gut, wir werden diesen Transporter hier benutzen, um zum Wohnareal zu gelangen. Ich habe es selbst entworfen. Bereit, wenn du es bist. Kann natürlich auch unter uns sein. Dann aktiviere ich jetzt die Transportvorrichtung. Bereit? Funktion aufgrund von Umbauarbeiten im Wohnquartier blockiert? Automatische Umleitung ins... Na, wo bin ich jetzt? Ihr wolltet mich sprechen? Wirklich nur ungern. Aber es gibt da etwas, das wir schleunigst klarstellen müssen. Haltet ihr die Biosphäre, die wir für die Bewohner von Eteris geschaffen haben, für unzureichend? Nun ja. Wusste ich's doch gleich. Man muss
kannst nur in die Gesichter deiner Freunde schauen und weiß Bescheid. Wir haben aber leider keine Ahnung, wo der Loporit im Pfeffer liegt. Und das ist ein Riesenproblem. Ich will dich nicht traurig sehen. Wir werden natürlich trotzdem unser Bestes geben, um jegliche Unzulänglichkeiten zu beseitigen. Das ist klar. Aber während wir hier Zeit vertrödeln, naht die Apokalypse. Wenn das Chaos erst einmal losbricht, können wir niemanden mehr in Sicherheit bringen. Auch wenn das hier kein Paradies ist, wird es Zeit, dass eure Leute auf den Mond kommen. Deshalb wollten wir dich sprechen. Ich werde nur dir allein verraten, wer unsere Unterstützer auf dem Planeten sind. Ich möchte, dass du nach Aetheris zurückkehrst und sie bittest, mit der Evakuierung zu beginnen. Sag ihnen, dass der Mond ein sicheres und wunderbares neues Zuhause sein wird und dass alles vorbereitet ist. Je schneller, desto besser. Warum ausgerechnet ich? Weil du dich am allerwenigsten angestellt hast. Naja, vielleicht denkst du das gleiche wie deine Freunde, aber du bist uns wenigstens stets mit Anstand begegnet. Ich nicht, oder was? Das zeigt mir, dass du begriffen hast, was auf dem Spiel steht. Es geht darum, so viele Leben zu retten wie möglich. Da kann man nicht anfangen, jedes Schnurrhaar einzeln zu zählen. Und wieder soll ich die Last des Wissens tragen. Welche Prüfungen hält das Schicksal noch für mich parat? Wie bitte? Verzeiht mein Zögern. Ich verstehe euer Anliegen nur zu gut. Ich... Entschuldigung! Das tut mir furchtbar leid. Ich wusste nicht, dass die Wohnquartiere für Umbauarbeiten geschlossen sind und das blöde Ding hat einfach den Zielort gewechselt. Oh, das ist so furchtbar. Die haben diese niedliche, super niedliche Stimme. Und wenn sie traurig sind oder irgendwie denken, sie haben was falsch gemacht, das macht mich fertig. Können die sich nicht einfach freuen? Ich komme mit dieser Niedlichkeit nicht klar. Jedenfalls bin ich echt froh, dass du unbeschadet bist. Wirklich. Ich brauch dich als Kuscheltiere. Ich möchte so einen als Knuddeltier haben. Auch sowas. Oder ein spielbare Klasse. Freu dich, Luna. Freu dich. Ich nicht. Ich werde das Ding auch niemals kriegen. Genauso wie die dicke Katze. Ach so, du meinst wegen dem Command, ne? Wobei, hattest du das nicht auch, dieses kleine Ding? Hattest du gestern nicht was erzählt oder einfach nur, dass es in der Collectors ist? Ich war gerade irgendwie im... Ich will die Viecher haben. Haben die sie nicht irgendwie kaufen? Warte mal. Siehste. Die gibt es halt auch einfach nicht, ne? Außer in dieser Collector's Edition. Die würde es, glaube ich, außer in diesem Ding nicht geben. Ich krieg das Kotzen. Okay.
Möchte das kleine Viech haben. Immer groß. Oh. Und fertig, okay. Ich möchte diesen Loporiten haben. Vor allem alles andere von dem Kram ist mir also mega egal, ne? Das andere interessiert mich alles überhaupt nicht. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Vielleicht sehen sie ja irgendwann ein, dass sie davon noch ein paar Sachen erstellen. Das wäre doch was. Oder? Uff, das war ziemlich peinlich. Ich verspreche, dass ich in Zukunft vorsichtiger sein werde. Da die Wohnbezirke gerade nicht betreten werden können, habe ich den Transporter hier zu dem auf der unteren Ebene umgeleitet. So sollte er zumindest als nützliche Abkürzung dienen. Ach, das ist doch zu ärgerlich, dass ich dich nicht die Safe irgendwie als Blüte geben. So wie es in der Collectors ist, nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, die wird es gar nicht als Blüte geben. Ich weiß nicht, irgendwie sagt mir mein Gefühl, die wird es niemals als Blüte geben. Nee. Irgendwie bin ich mir da nicht sicher. Also, warte mal, wie ging das jetzt? Makros, ne? Das haben wir da schon. So, warte mal, wie ging das jetzt? Das heißt so. So? Ja. Ja, welches? Ja. Ja. Das, Jetzt nehmen wir mal so eine Notenrolle oder so. Da bringt so ein. Okay. Braucht das Ding dann noch einen Namen oder? Und dann einfach fertig, wenn ich das jetzt, wenn ich hier wieder rausgehe, muss ich das irgendwie. Okay.
Thank you.